Natürlich ist es immer positiv, wenn man redet. Also zwischen zwei Seiten, in diesem Fall zwischen dem Europäischen Parlament und dem russischen Parlament der Duma. Auf der anderen Seite ist es auch schwierig, wenn Herr Puschkow so tut, als könnten wir nicht hören, nicht sehen und nicht lesen. Weil wir kennen Beschlüsse der Staatsduma, in denen eben eine aggressive Politik gegenüber der Europäischen Union, aber auch gegenüber der Ukraine unterstützt wird. Und wenn Herr Puschkow plötzlich hier so redet, als wäre er nur ein besorgter Nachbar, dann ist